So, weiter im Text mit Mirror's Edge. Ja, wollen wir mal gucken, wo wir überhaupt waren. Ach, dieser Stuhl, der ist geil. Wo wir überhaupt waren, denn... Du musst jetzt erstmal gucken, wo wir waren und ich werde jetzt erstmal runter spielen. Wollte sagen, wenn und ich dann, muss erstmal Kapitel neu laden, ne? Weil ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Gerade, ja. Komme ich eigentlich auch noch dran, Fragezeichen? Kann sein. Mirror's Edge? Das wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Nee, weil wir mal wissen, mal gucken, ob du das siehst, ob ich trainiert habe. Ja, wenn ja, dann müssen wir Bescheid. Denken Sie. Na ja, gerne, mach halt mal. Ja, jetzt doch einfacher machen. Ich hab ein Herz hier. Nicht mehr. Faith lebt gar nicht diesen Typen aufs Kreuz. Faith hat viel Spaß dabei, diesen Typen aufs Kreuz zu legen. Sauer. Ja, sag ich doch. Dass sie sauer sind. Hier ist noch Salz drin, soll ich doch mal. Jetzt bräuchst du Tequila. Was? Jetzt bräuchst du Tequila und dann so eine Zitrone oder so. Ich hab ja meinen hier. Ja. Guck mal, wie wir alle schon. Ja, das ist jetzt auch die zweite, die ist auch bei leer. Und das ist dein zweite schon. Ja. Sag mal, was nimmst du denn da mit dem Mc's, wenn wir dann gehen? Weiß ich nicht. Weil. Hab nicht mehr so viel Geld. Weil wenn du Maxi-Menü nimmst, nee, nur dann gibt es die Dinger, hä? Glaube ich nicht. Weil die sind günstiger. Hat sie aufgehangen, oder? Weiß ich nicht. Brich nochmal die Dings ab, die Dings und ich... Ja, siehst du? Ich weiß Bescheid. Doch, da waren wir. Ja. Ich hab Brooklyn, aber im Rest ist hier weiter die Gegner im Arm geboren und im Ringrichter. Bis sie haben alle werden. Wenn Brooklyn wird lieber mit dem Modern Post und dem Kopf. Mal gucken. Schwierigkeitsgrad normal, wunderbar. Diese Kämpfe mir auch ein bisschen fordern. Ich hab nicht so ein bisschen kein großer Leben, sondern ein Kämpfer. Du müsstest jetzt mal größtenteils kommentieren. Scheiße. Weil du dich konzentrieren musst, oder? Richtig. Ja, das hättest du dir so leicht gedacht, du musst auch was sagen. Falls er versucht. Ah. Aber da wird nicht so viel bei rüberkommen, weil du musst halt konzentrieren. Okay, wie viel Geld hast du denn? Es geht den Scheißdreck an. Hä? Es geht den Scheißdreck an. Freust du dich schon auf Mirror's Edge 2? Ja, aber hallo. Erzähl mal mehr darüber. Nee, ich weiß noch nichts genaues darüber. Ich weiß nur, dass dieses herauskommt. Und dieselbe Engine verwendet wie. So, und jetzt mach ich was Leichteres. Irgendein anderes Spiel. Ich hab auch vergessen welches. Aber wenn das klappt, das wird nicht klappen. Wann kam der Teil denn raus? 2009. Gut, okay, dafür ist die Grafik recht schlecht, finde ich. Für das Jahr, da hätten sich bessere erwartet. Doch, da, weil... Da war kein Schluss. Doch. Oh, Scheißdreck, ey. Weil wenn du mal so guckst, die Grafik ist eigentlich recht geil, aber es ist, finde ich, viel zu blockig. Zu was? Blockig. Ey, was meinst du für blockig? Oder sagen wir es mal so. Ja. Es ist, sieht aus, teilweise alles wie aufgedreht. Es sieht aus, ist es aber nicht, ist klar. Ja, nö, finde ich nicht. Machst du hier Speedrun? Ja, nö, ich versuche halt durchzukommen. Was? Ich laufe immer so durch. Ach ja, aber bei dir die Koffer noch gar nicht eingesammelt. Also hier ist Koffer. Hey, ich hab Koffer eingesammelt. Hier ist es ja absurd, dass die Grafik so aussieht, wie sie aussieht, dass halt sehr steril aussieht und so. Na, ich kenne halt die ganzen Abkürzungen, deswegen geht das hier recht schnell. Aber auch wenn man es nicht kennt, geht's eigentlich. Wobei auch normal, also man sollte es vorher auf leicht durchgespielt haben, auf jeden Fall, weil normal ist schon nicht ohne. Wenn man die Kämpfe nicht kennt und weiß, was einen erwartet, dann könnte man durchaus in gewisse Frustmomente gelangen, das ist dann nicht so lustig. So, jetzt muss ich das noch kurz jetzt dabei. Ich tu, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außerdem noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, ja,
Es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang. Klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rallerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt, die Karos wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Auf hier, okay? Spinnig, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser hält sich nicht von alleine. Na, Trump Spurfield hat eine Klatsche. Der meint, wir halten uns nicht. Oh, der war gut. Wie viel sind 19 durch 3? Das muss ich jetzt wissen. Keine Ahnung. Irgendwas Krummes. Ich hab keine Lust zu rechnen. Ropeburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da rein zu bringen. 6,8. Also 6,80 Euro, glaube ich, ne? Ungefähr. Ich weiß halt nicht mal, was du rechnest, oder? Ja. 19 durch 3. Alles ein wenig ab, was die Cops da machen. Hui! Hui! Springen! Tja. Das sind Ultra-Cops. Ja, Gott. Die können nur ganz gut zielen, das ist das Problem. Also, klar, weil ich renne ja, deswegen treffen die nicht so großartig, aber dafür, dass ich renne und sie eigentlich nicht viel treffen dürfen, treffen die ganz schön viel. Ich mach da nur noch ordentlich Schaden dabei. Ja, wir müssen hier weg, weil die Bullen kommen. Jetzt gibt's gleich eine Brenngranate. Da ist sie. Hat ja viel gebracht. Ja, aber wer weiß, was da will. Ja gut, das stimmt. Aber ich denke, Anfänger wird das ganz schön irritieren. Und ich denke mal auch jedes Leben kosten. Hat's bei dir? Ja. Aber du hast einfach einen zweiten. So, da ist was safe. Dann lassen wir hier lang. Gucken hier rein, das ist lustig. Kaputt! Geh auf, Fahrstuhl! Los! Du schaffst das! Öffne dich! Meiner selbst! Hui, runter! Shit! Und haben sie verloren! Da ja. Musst du bestimmt warm werden! Ja. Ja, wenn die an den Seil runterrutscht, ist bestimmt noch viel wärmer. Dann hin. Hui, da lang. Oh, die Stelle ist so mies. Die Stelle hier ist auch schwer, schon mal richtig hart. Aber deswegen ist es auch schwer. Also, beziehungsweise der Kampf, der hier anschließt, der ist ja auch normal noch recht machbar. Pass auf, Faith. Die Kopf kriegen einen Helikopter. Das lief. Tja. Oh, scheiße. Das wäre ein Epic-Fail gewesen. Ja, aber sowas von. Aber was? Ne. Weißt du, der relativ muss lang geht. Aber ja, jetzt stell dir mal halt neu halt konzentrieren, weil. Hey, jetzt stell dir mal einen vor, der das noch nicht gespielt hat. Der hat ein Problem. Ja, da müsste Nico lang. Ja, hat der Runners Vision, aber trotzdem wird halt eingestellt, wo man nicht weiß, wo lang. Weil hier zum Beispiel, ich wäre jetzt rechts abgebogen, wenn ich die Brüste jetzt links lang gehe. Aha. Das ist mit deiner Tastatur doch mal ein bisschen anders. Also. Besser oder schlechter? Schlechter. Oh, ey, ungewohnt. Bewegung, Bewegung! Ah, gesprochen. Oh, ich stehe ja nicht mal an dem dran. Was für eine Scheiße. Nächster Versuch, weil ich will die Bullet Time nicht raushauen, weil ich das üben will. Das ist der Waffen. Achtung, komm, voraus. Die Lauter sind zu kämpfen. Ja, noch. Ja. Aber der Hinten könnte ich mal verwischen. So, das Arm.
erstmal gucken, dass wir uns nicht einkesseln, weil das nicht extrem unschön wäre. Und ganz doll Aua machen würde. Hier sind noch zwei. Einer rennt nämlich da rum, genau. Einer irgendwo hier. Wo genau? Hat ja wenig Munition, die Waffe. Nö, ich hab sie weggeschossen. Scream, das ist kein Ego-Shooter. Nö, ist es ja auch nicht. So, dann nehmen wir jetzt mal die Bullet-Teil. Bam, in die Fresse. Nee, der hat 30 Schuss, glaube ich. So, wer jetzt mitgezählt hat, ist gut. Zählt einfach die Löcher an der Wand. Ist ja Full HD. Boah, ich weiß nicht, ob jeder Schuss ein Loch hinterlässt. Das ist auch egal, im Endeffekt. Ja. Hauptsache so ungefähr 30 Schuss. Ja. Hier ist wieder ein Koffer. Ja, die Shotguns, die haben deutlich weniger, die haben nur 8 Schuss. Genauso wie die Scharfschützengewehre. Aber im Prinzip ist wirklich, also es gibt Situationen, da ist jeder Schuss entscheidend. Und bei mir hat das schon oft nicht gereicht an Muni. Da muss ich dann vorspulen und das war dann halt nicht so lustig. Also, das hier ist so lustig. Also die neueste Bedrohung für Kinder. Rennen. Sind ihre Kinder sicher? Bla 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 bla. 5 Zeichen, dass jemand, den sie kennen, vielleicht ein Runner sein könnte. Irgendwas mit den Klamotten? Ich weiß ja nicht, was Gaffs magst du. Unerklärliche Schrammen oder gebrochene Knochen. Abwesenheit von Schule oder Arbeit. Irgendwas mit den Fingerknöcheln und so. Und eine Vorliebe für die Farbe Rot. Hast du mal die Dings da umgelesen? Daily City. Das sind doch nicht die Dailies bei Dings, oder? Nein. Wird aber genauso geschrieben. Ja, der ist ja Daily Quest halt. Täglich eben. So, der Part ist mies. Den mag ich nicht so. Hui! Nichts in der Sache, aber geht schneller. Hier so sieht, wie es aussieht, brauchst du gleich den Kran. Mhm. Kann sein. Er ist rot. Ich wollte gerade sagen, weil es lustig ist, weil auf schwer ist ja die Runner's Vision. Oh, das lief perfekt. Ist ja die Runner's Vision aus, aber es gibt ja diese Drehdinger, an denen man hochkurbeln muss. Da ist zwar.